Ja, Leute, und willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Beim letzten Mal hatten wir Deadshot besiegt. Und ich musste auch die letzten beiden Videos in zwei Teile aufsplitten, weil mir beim ersten Teil irgendwie die Aufnahme abgeschmiert ist. Keine Ahnung warum. Und dann muss ich halt noch einen Teil machen. Also, ja. Beim letzten Mal hatten wir Deadshot besiegt. Dann ein bisschen Nebensachen gemacht. Und jetzt, Freunde, geht es weiter mit der Story. Let's go. Elektromagnetischer Pellsender. Jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Alles klar. Verfolge die elektromagnetische Signatur, um den Electric Shrewsner zu. Sieht aus, als käme finden. Das Signal von irgendwo aus dem Diamond District. Ah, falsch. Hier geht's lang. Das Ganze kommt doch vom. Das ist das Signal. Royal Hotel. Der Electrocutioner im Royal Hotel. Der Joker hat das gesamte Royal angemietet. Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist. So. Lange in das Gotham City Royal Hotel. Let's go. Autsch! Autsch, 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 autsch. Oh Gott! Mann! Oh Gott. Okay, dann erstmal die anderen wegmachen. Au, 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 autsch. Au, 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 au. Die machen mich platt. Ich muss mich verarschen. Ah. Komm schon. Nein, 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 nein! Oh Gott! Genug der Faustkämpfe.
Alter! Alter, Leben am Limit. Aber ich hab's geschafft. Alter Schwede. Sehr schön. Auf ins Hotel. Mama mia. Das war hart. Aber ich hab's geschafft. Joker sich im Gotham Royal eingenistet? Er ist hier drin und das SWAT erledigt seine Drecksarbeit. Gordon und die Medien fernzuhalten von was auch immer hier vor sich geht. Merkt Brandon nicht, dass er nicht mit Black Mask arbeitet? Er wird's schon rausfinden, wenn ich den Joker einbuchte. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade. Na gut. So. Was ist mit dem da links? Alles klar. So, Jungs. Jetzt bekommt er eine Tracht Prügel. Du lässt die Waffenkiste da rum, mein Freund. Weg damit! Weg! Oh Gott! Komm schon, Batman! Weg! Oh, weg mit den Waffen! Mensch! Weg damit! Mensch! Nein, meine Combo. Na gut. Gerät hacken. Royal Hotel. War ja klar, dass das der Code ist. War ja klar. So, Fernenkralle. Und das Portal öffnen. Gut. Gut, 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 gut. Und weiter geht's. Hauptgenerator. Neu laden. Ne, hier war nichts mehr. Hä? Jokers Krankenwagen untersuchen. Der Krankenwagen des Jokers. Er muss in dem Gebäude sein. Ah, okay. So. Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich aufhält? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten ihn mit Hilfe der Kameras finden. Okay, ich versuch's. Ui, was ist denn da hinter den Luftballons? Ist das ein Datenpaket? Das sammle ich mal ein. So, sehr schön. Hier ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten.
Ja, das werden wir schon herausfinden, Batman. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr verletzen. So. Einer mit Stördings. Wo ist er? Da. Mir doch egal. Kommt der her? Der kommt her. Sehr schön. So, und der ist ausgeschaltet. Und direkt der nächste. So. Ziemlich sicher, dass ich was gesehen habe. Und direkt der nächste. Hilfe! Da! Wir dürfen ihn nicht wieder verlieren. Was? Hey! Vier Gegner noch. Da bestimmt nicht. Ah, du kommst her, sehr schön. Zack, der nächste. So. Na komm schon. Komm schon. Der hat Angst. Dann mach ich dich halt so kalt. So. Kommt der wenigstens her? Der kommt her. Ich bin nicht so eng wie ihr. Und dich mach ich auch so kalt. Sehr schön. Was ist mit dem passiert? Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Alles klar. Okay. Der ist festgebackt. Aber alles schön auf einen Haufen. Bis auf die beiden anderen. Na gut. Ist hier vielleicht irgendwie ein Datenpaket? Was man einsammeln kann? Vielleicht hier? Ich muss in den Überwachungsraum und den Joker. Ja, Batman! Nerv mich nicht! Nee. Ja, gut. Egal. Scheiß drauf. Das führt dann auch irgendwie wie woanders hin. Genau dahin. Dann ist hier nix. Rein gar nix. Na gut. Ich muss in den Überwachungsraum. Ja, Batman! Halt deine Klappe. Ich geh doch jetzt dahin. Mensch. Nerv mich nicht. Ich sehe. Freunde, Killer, willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Pusioner? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre.
Also, wenn ich dich anheuere, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman? Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Dieser Obstkuchen ist fantastisch. Will einer ein Stück? Alles klar, die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman. Beweg dich, Großer. Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Na endlich haben wir die Handschuhe, die Schockhandschuhe vom Electrocutioner. Ich hab's schon mal gesagt, die deutsche Synchro ist einfach so geil von mir. Die deutsche Stimme von Bane. Was soll man sagen? Einfach so geil vertont. Aber auch Joker wirklich so geil vertont. Muss man einfach sagen. Allgemein muss man einfach sagen. Haben Sie den Joker gefunden, Sir? Ja, gleich. Er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Ja, das stimmt, Alfred. Allgemein muss man einfach sagen, wir Deutschen haben, was Synchronsprecher angeht und Sprecherinnen, wirklich tolle Stimmen, muss man einfach sagen. Da liegt Deutschland, was Synchron angeht, schon weit vorne, muss ich sagen. Ja, egal ob es Filme sind, ob es Spiele sind, wir Deutschen haben wirklich so starke deutsche Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Das ist einfach... einfach krass. Ja. Ab durch die Tür. Wann dürfen wir endlich die Hotelgäste abknallen? Die Gäste sollen eingeschlossen bleiben. Ach ja? Warum denn? Joker lässt ab. Wir haben gar nichts gemacht. Man muss auch einfach Props aussprechen für unsere deutschen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, die wir haben. Es ist halt einfach wirklich, wirklich geil, was wir an Synchronstimmen haben. Stufenaufstieg.
Sehr schön. So. Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Hm. Ach Mann, ey. Ja, hä? Ich hab das doch gerade eben eingelöst. Ah, okay, gut. Denkst du, ich schäme mich ein Oder was auch irgendwie cool ist, muss ich sagen. Es gibt ja auch Spiele, die ohne Vertonung auskommen. Man siehe Little Nightmares, den ersten und den zweiten Teil. Da ist es halt auch die Atmosphäre, die geil ist, muss ich sagen. Und solche Spiele kommen halt auch irgendwie auch ohne Stimmen aus, irgendwie. Sind aber auch halt auch wirklich geile Spiele, muss man sagen. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo ist das? Die hängende Bar zwischen den Türmen. Okay, dann geht's dahin. Zwei gerettete Hotelangestellte für dich und, oh je, ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend, aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich! Kopf hoch, fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Weißt du, warum du so weit vorne bist, Joker? Weil du böse bist. Und ich der Gute. Ja, das kannst du laut sagen. Oh, oh Batman, beeil dich, gleich wird jemand erschossen. Ja. Sieh
sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Hab ich mich erschrocken. Die Dummen werden nicht weniger. Äußerst bedauernswert. So. Für dich meine ich. Für mich ist das die reinste Unterhaltung. Ach, Joker. Obwohl Joker so scheiße ist, muss man ihn schon irgendwie mögen. Weg mit dir. Marzion ist diese Typen gefunden. Klar, sie spucken große Töne, aber setz sie auf den elektrischen Stuhl und sie heulen wie kleine Mädchen. Glaub mir, ich hab das getestet. Muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Deck 2, Brandon. Hat Black Mason schon geantwortet? Negativ. Kein Ton von ihm, weil er ins Gebäude gegangen ist. Das ist kein Feierordnungsdeck. Der kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einbruch draußen beim alten Freizeitpark geschickt. Aber angeblich hat Vicky Bell die Sache stimmt geschickt. Verdammt. Ich bin gleich da. Habe ich jetzt eigentlich die Klebegranate? Nee, noch nicht. Schade. Wenn du hier runterkommst und ich dafür eine Weile deinen Posten übernehme. Und tschüss. Als würde die Fledermaus an mir vorbeikommen. Ist hier was? Ja, Datenpaket. Okay. Ach, Batman, halt dich doch fest. So, das ist jetzt eingesammelt, oder? Ich will gar nicht nochmal gucken. Aber ich guck trotzdem, um sicher zu gehen. Ja, okay, gut, ist eingesammelt. So. Freunde, ich würde sagen, hier machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Ja, doch. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Batman Arkham Origins. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Batman Arkham Origins. Haut rein, Soccerboy, Game Over. Ciao.